Ja, hallo und grüßt euch, meine lieben Petri-Jünger. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Das ist Fishing Planet the Fisherman Part 67 auf der PS5 in hoffentlich sehr guter Qualität für euch. Heute geht's weiter. Ihr seht's, wir sind in der Nacht. Es sieht super aus. Alles passt. Richtig geil. Ich habe hier schon mal mich aufs Boot geschwungen. Meine Stornlampe, die ich gewonnen habe, im letzten Part für den Aufstieg, ich glaube, Level 27, ich will noch mal schauen, ja, dass ich euch hier nichts Falsches erzähle. Die ist leider nach Hause geschickt worden, aber das soll uns hier nicht betrüben. Wir wollen nicht verzagen und uns nicht beklagen, denn wir können ja auch am Abend Zander haben. Hoffe ich zumindest. So, ich will noch mal meinen fetten, geilen Megaständer hier aufbauen. Ja, so, das ist ein Ständer. Dick, lang, breit und ha, schön, der hat was. So, jetzt haue ich, ja, es hat schon wieder komisch angehört, ich weiß, das Ding erstmal hinein. Ich vermute hier hinten, ich bin mal bis ganz runter gefahren, praktisch am Ende des Levels. Will ja alles mal erkunden. Hier scheint es, scheint ja sehr tief zu sein hier. Ich vermute hier, ich weiß es aber wirklich nicht, ein paar Zander. Und würde hier auch gerne mal gucken, ob ein Wels hier zu Hause ist. Hab einen 200er Haken dran, mittlerer Schnittköder. Das Ding baller ich hier auch einfach mal schön rein. So, da war aber natürlich, natürlich nichts. Der Vorführeffekt lässt natürlich hier auch grüßen. Vielleicht noch, lasst uns ein bisschen mehr Licht riskieren. Ja, das sieht gut aus. Und wie tief haben wir es? 4 Meter? Hat es nicht angezeigt. Das hat sich ja schon manchmal als nicht so gut erwiesen, wenn es das nicht ordentlich anzeigt. Aber naja, mal schauen. So, tun wir die mal rechts hin. Und dann vermute ich hier hoffentlich auch noch ein paar fröhliche Barsche vielleicht auch. Dazu werde ich mal so ein bisschen mittig werfen. Wenn nicht, dann kann ich ja nochmal austauschen. Also ihr seht es, voll auf Raubfisch heute. Lass mal Friedfisch mal. Oh! Quatsch jetzt. Am mittleren Schnittköder, Leute. Das könnte doch schon Kollege Kleinwelt sein. Lag ich da vielleicht sogar mit meiner Vermutung ganz richtig? Oh, das könnte ein kleiner Welt sein. Der zieht zumindest wie einer. Ich weiß nicht, was noch alles den mittleren Schnittköder nimmt. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Oh, cool, so schnell habe ich jetzt damit gar nicht gerechnet. Aber ist natürlich klasse. Aber was passiert denn hier mit meiner Spinnrute? Sag mal, ist da schon ein Zander dran? Die bewegt sich doch, seht ihr das? Klar seht ihr das. Oh, da haben wir ja ein kleines Dickerchen. Cool, der hat ja schon 5,1 Kilo. Und da gibt auch erstmal 1000 Raketen. 91 cm, das ist eine schöne Welslänge. Damit kriegt man beim Familienfest ein paar Leute satt. Schöner Fisch, majestätisch und urig zugleich. Geil, da werf ich doch gleich nochmal. Mann, das ging ja saufix. Um nicht zu sagen, magifix. So, geil. Na dann, probieren wir es doch mal. Ach nee, das ist die Posenrute. Okay, man sieht es halt einfach nicht. Desterwegen. Ich habe auch mal noch eine bessere Idee, Leute. Mir ist gerade eingefallen, ich könnte doch hier eine kleine Ritze dran machen. Da sind wir doch auch gut eingestellt auf viele Fische. Ich denke mal, die holt sich so ein Barsch doch auch. Der lässt sich doch da nicht lumpen. Jupp. So wird's was. Und ein großes Dankeschön an den Dark Dragon Player LP. Mit denen habe ich nämlich auch so ein bisschen geschrieben und gequatscht. Finde ich immer toll, wenn ihr mich da unterstützt und eure Meinung kundtut.
Das freut mich sehr, vor allem wenn es natürlich doch so positiv ist. Dankeschön dafür. Ein dickes Lob. Da kannst du dir ein Bienchen ins Heftchen eintragen, mein Freund. So, schöne Grüße in den Norden, sage ich nur. Okay, jetzt will ich auch mal gucken, ob hier Kollege Zander in der Nähe ist. Oh, okay, erster Biss war da. Der Chickkopf ist natürlich relativ groß, aber ich brauche einen etwas größeren, damit ich weiter rauskomme. Haben wir uns jetzt hier was eingefangen? Ja. Das erste war ein Biss, das zweite sicherlich nicht. Okay, hier. Die Muschel erwischt. Gehen wir hier schön nah runter, bis an die Wand rankommen. Ganz klappt es nicht, aber das schon eine, sollte eine gute Ausbeute sein. Mal bis dahin kommen. Ich würde ja auch gerne mal wieder richtig angeln gehen. Aber bei uns hier ist es einfach zu kalt. Wir hatten letzte Woche minus 10, nee, minus 13 sogar waren es genau. Minus 13 Grad. Ansonsten immer so, jetzt pegelt sich so zwischen minus 5 und minus 7 ein. Heißt natürlich nicht das beste Angelwetter. Die Teiche, wo ich hingehen wollte, sind eingefroren zum Teil. Und da Eisangeln bei uns hier sowieso verboten ist, habe ich da keine Möglichkeit mehr. Aber gut Ding will Weile haben. Oh, kurz vorm Ufer hat es geknallt. Das könnte natürlich auch ein Barsch sein. Nee, der Zander kurz vorm Ufer. Aber sie sind hier. Sie sind hier. Sehr schön. Habe ich nämlich vermutet hier, als ich bis hier runter gefahren bin und habe dann hier diese schöne kleine Staumauer gesehen, dachte ich mir, Mensch, wenn hier kein Zander steht, dann weiß ich auch nicht, wo er steht. So, ich hole aber gleich die Grundrute noch mal ein Stückchen rein, weil. Oh ne, jetzt beißt es schon. Jetzt beißt es schon. Geil. Ich dachte gerade, Mensch, warum beißt es denn nicht? Okay, das könnte wieder so, ja, der kleiner als der letzte, 3-4 Kilo vielleicht. Aber ich finde es echt schön, dass sie da sind. So auf Verdacht. Ja, der ist kleiner. Ein kleiner Kerl. Aber die machen auch Spaß. Dann nehmen wir, glaube ich, auch den Tag noch mal ein bisschen Kohle mit nach Hause. Das ist sehr cool. So, wo steht der Große? Ich switch mal noch ein bisschen um hier. Bisschen weiter. So. Ich hätte gern ein schönes Dickerchen hätte ich gerne. Ja. Das klingt nach dem Plan, hier so ein schönes Dickerchen rauszuholen. Wie? Leute, das Ding ist gerade untergegangen. Uah! Das ist ja Wahnsinn. Cool. Wie mit dem Schlein im letzten Part schon. Scheinbar hier die Welsecke gefunden zu haben. Ah, Pose funktioniert gerade gar nicht. Werde ich dann mal auf ganz tief stellen. Und vielleicht dann doch auch noch mal einen Wurm dran lassen. Weil er einfach uni. Ah, obwohl, Ritze geht auch immer. Ja, das könnte wieder 5-6 Kilo Marke hier sein. Jupp. Das denke ich. Ah, ja gut, 5 Kilo fast. Fehlt nicht mehr viel. Oh, jetzt purzeln ja aber hier die Dollars in unser Portemonnaie rein. Rumpel die Bumpel. Das ja, das war nix. Ja, die Pose sollte ich mal rausholen. Dort hinten fangen wir wahrscheinlich eh nichts mehr. So, dann switche ich aber mal um. Aha.
So, komm mal her. Ich könnte sie natürlich richtig tief stellen, wenn es was bringt. Aber meistens hat das nichts gebracht, die so tief zu stellen. Aber wir machen es trotzdem mal. 2,80, gell? 2,75, okay. Ich schau die mal hier drüben. Gut Ding will Weile haben, sage ich nur. Obwohl, jetzt könnte ich sie wirklich ersetzen für die Grundrute hier. Und die ganz, ja, passt halt einfach besser gerade. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier noch einen schönen Zander ans Band kriegen. Auf jeden Fall ist es standklar. Das wissen wir, das mögen die Zander. Und dann noch mit unseren Superwurm. Und da meldet sich schon wieder ein Kollege an der Grundrute. Ist aber auf jeden Fall nicht so groß wie der letzte. Aber coole Frequenz, ey, krass. Das finde ich stark. Das ist stark, Leute. Da haben wir wieder einen kleinen Burschen. Ich weiß, Wälse können natürlich auch nerven. Wie es bei mir in Italien hier war. Da haben die mich schon manchmal so ein bisschen zur Weißglut gebracht. Weil es einfach so viele waren, die überall da gebissen haben. Aber nicht das, was beißen sollte. Aber jetzt freue ich mich sehr drüber, weil wir ja wirklich noch nicht viele gelandet haben. Ah, oh, und da ist er wieder, der Zander. Also, ich denke mal, dass es Zander sind. Ja, der ist ein bisschen besser sogar als der letzte. Ah, fast die 2 Kilo-Marke. 50 Zentimeter, das ist schon schöner. Das ist schon ein schöner Zander. Also, da freut man sich doch drüber. Vor allem muss man schon ganz schön lange fahren, ehe man mit dem Boot hier ist. Ich will aber dann mal probieren, genau in die andere Ecke zu fahren. Weil da musst du ja, ich weiß nicht, das ist man wahrscheinlich erstmal 2, 3 Minuten nur mit dem Boot unterwegs. Das würde ich gerne, naja, vielleicht dagegen. Ist halt blöd, weil ich bin ja diesen Tag praktisch weg, aber ich kann auch noch meinen Tag verlängern, das ist ja eigentlich egal. Schöner Biss. Immer schön natürlich in der Absinkphase, das ist klar. So kennen wir das ja beim Zander. Oh! Na gut, es können theoretisch auch kleinere Exemplare sein. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir einen Kollege. Selbe Größe nehme ich mal an. Noch mal größer. Das sieht ja noch mal besser aus. 53 cm oder fast 54. Ah, ich freue mich auf meine Stirnlampe. Da hätte ich die jetzt hier schön mal anleuchten können. Die haben nämlich echt eine herrliche Färbung. Gut genährt, die Brüder. Gut genährt. So, wie sieht's hier aus? Mensch, das klingelt ja am laufenden Band. Da kann man ja richtig Geld machen hier. Würde fast sagen, das ist hier ein Top-Spot, um ein bisschen zu farmen. Oh. Leute, wir brechen definitiv die 6 Kilo-Marke. Ja, die brechen wir auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, Leute. Geil. Komm her! Mein Großer. So, jetzt kriegt man doch langsam, kriegt man raus. Ey, bitte nicht ins Boot, du alter Bursche. Du weißt, deine Flossenstrahlen sind knöchern. Also eine Flossen von Welsen,
Die sind, gibt es wie richtig, also es sind auch Gräten, aber man nennt es glaube ich schon Knochen, weil die so dick und stark sind und spitz, dass man sich da richtig schneiden kann und stechen kann. Die sind richtig scharf. Gibt es auch bei ganz vielen kleinen Aquariumwelsen. Nur mal so Info am Rande vom Herr Affenkönig. So, jetzt will der Bruder wieder raus. Naja, klar. Ja, Leute, vielleicht haben wir hier auch ein 7 oder 8 Kilo Exemplar. Ohohoho! Geil, Mensch, das hätte ich ja. Damit habe ich nicht gerechnet, Leute, dass es hier so abgeht. Das Boot hier hergestellt und einfach mal probiert. Oh ja, das sieht nicht schlecht aus. Oh yeah! 10,4 Kilo, 110 cm, was nicht allzu viel ist, aber es ist halt ein dicker Bursche. Oh, 2300 Granaten, geil. 398 XP. Meine Fresse, ist das ein schönes Tier, ein großes Tier. Ja, sieht man hier bei dem Wels, sieht man es gar nicht so, oder ist das bei den europäischen Welsen nicht so? Ich dachte, die haben in dieser Flosse hier, die ihr seht, die große, dicke Brustflosse. Oberhalb oder was unterhalb, wie so ein knöchernen Fortsatz, der sehr, sehr spitz sein kann. Auf jeden Fall ist das bei vielen Welsen so. Vielleicht war es auch nur bei den Asiatischen so. Ha, geil, Leute. Geil, geil, geil. Und schon haben wir 55 Kilo im Kescher. So, einer geht noch. Dann fahren wir mit dem Boot nochmal runter in die Ecke, dass wir die schon mal gesehen haben und dort mal anangeln können. Aber so ein Wels, oh, schön. Wirklich, freut mich. 4,5 Meter, jetzt hat es mal angezeigt. Pose ist halt wirklich schade. Weiß halt nicht, ob man da noch irgendwas anderes. Aber so richtig. Ich kann natürlich jetzt einfach mal noch mal probieren, eine Grießkugel dran zu machen, um vielleicht hier einen Karpfen, der abends noch mal ein bisschen rumlüngelt, hier zu fangen. Aber ich glaube, in der Ecke hier werden wir da nicht viele Chancen haben. Zumindest ist ja so viel Raubfisch unterwegs. Das ist ja der helle Wahnsinn. So, Kollege Zander, hier hinten schön in die Ecke mal rein. Der war gut. Der war gut. Den unterschreibe ich. Der war. Das war was? Oh, ein Hänger. Okay. Die beißen echt gut, die Zander hier. Das macht richtig Laune. So, entweder ein Zander oder noch ein Wels. Eins von beiden hätte ich doch gerne noch mal. Oder was auf die Pose. Also würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Ansonsten schwingen wir unseren kleinen Arsch aufs Boot und fahren genau in die andere Richtung. Ah, schade. Aber wäre ich direkt hier vorm Rand nochmal. Gab es ja auch schon ein paar schöne Bisse. Natürlich werde ich nochmal einen Wurf riskieren. Unbedingt die Ruten alles reparieren lassen. Das darf ich nicht vergessen, wenn wir wieder daheim sind. I'm going to Nashville. So, jetzt hier doch vielleicht mal.
Ja, und ich hatte mit den Dark Dragon Player auch mal drüber gesprochen, vielleicht mal so ein Community-Angeln zu machen. Also halt so einfach, dass alle, die meine IP haben, das ist Norfor 1986, dass die sich halt einfach mal ab und an einloggen, und wenn sie sehen, dass ich hier gerade angel im Spiel, dann kommt ihr einfach mal vorbei. Also ich meine, es ist ja immer offen. Theoretisch könnte jetzt jemand hier reingefahren kommen. Ich kann leider nicht mit euch die ganze Zeit schreiben, weil ich will für euch hier ein spannendes, schönes Video produzieren. Aber ihr könnt euch dann neben mich stellen und dann können wir hier zusammen eine Runde angeln. Und ihr könnt mir zeigen, dass ihr bessere Angler als ich seid. So, hier vorne hat er noch mal gebissen. Der kleine Bursche. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zu der anderen Seite, wo wir sonst ja mit dem Boot sowieso nicht hinkommen würden. Ich weiß nicht, oder gab es da noch irgendeine fette große Bucht? Eine wollte ich auch noch mal abchecken. Da werden wir vielleicht noch mal kurz vorher vorbeigucken. Schauen wir doch mal. Ja, wie in echt immer schön anziehen, weil manchmal hängt der Fisch auch schon dran. Man hat es nicht mitbekommen. Hatte ich auch schon mehrmals. Mit Brassen, mit Rotfedern, so mal mit dem Karpfen, mit dem Giebel. Es geht schneller, als man denkt. Mit einer Schleie hatte ich das auch schon mal, aber nur, ja, einmal. So, nee, dich möchte ich gar nicht. Ich möchte in meinem Boot. So, an das gute Stück. So, jetzt wird es aber richtig derbe laut. Das ist ja klar. So, an das Ding. Ja! Spule! Los! Da können wir mal schnell aufs Tablet gucken. Ach so, nee, in der Ecke waren wir ja drinnen, gell? Dann mal hier in die Bucht gucken, dort hinten. Da können wir mal hingucken, auf jeden Fall. Ah, ja, schon ganz schön schnell unser Boot. Unser Bötchen. Rosamunde, Rosamunde, wir treiben's wie die Hunde. Rosamunde, Rosamunde, jeder hat ein Piep im Munde. So. ja, ein kleines Stückchen noch. Halten wir uns gleich mal links. Mann über Bord, Captain! Mann über Bord! Lass den kentern! So, sind wir nicht schon? Nee. Dort hing, ne? Gibt's hier was Schönes? Ist hier irgendeine Struktur, dass man sagen kann, hier probiere ich mal zu angeln. Oh! Hier sind ja Seerosen. Aber wie kann ich denn da lang werfen? Das ist ja auch blöd, oder? Obwohl. Ach nee, von draußen. Nee, von draußen komme ich nicht hin. Leute, aber ich will mal. Ah! So. Anker ist hier geworfen. Dann nehmen wir doch mal unsere Guerilla-Cast. 300. Das ist natürlich riesig, aber da kommen wir ein Stückchen. So weit brauchen wir gar nicht. Ah, da ist, ja klar, Hechtgebiet ist das, aber die sehen wir oft irgendwo springen, die Hechte. Schauen wir doch einfach mal. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, das wisst ihr ja. Kann auch die Grundangel eigentlich noch mal ausbringen. Ich kann die hier hinten drauf stecken. Ja, so über den Grund schleifen, weiß nicht.
Vielleicht noch ein Stückchen weiter. Ja, vielleicht können wir die auch vom Rand weglocken. Das wäre natürlich ideal. Ich springe hier auf jeden Fall. Oh, wie springen die denn hier? Es ist mitten in der Nacht. Na gut, aber wir haben noch einigermaßen gute Bisszeit, die jetzt langsam abflaut. Ich glaube, um 1 war der Höhepunkt. Jetzt ist die Frage, was die von Köder wollen. Eigentlich mögen Hechte Spoon. Aber sicherlich auch andere Dinge. Ich tue jetzt mal die anderen zwei Routen mit rein. Ich habe da irgendwie... Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei der Sache. Ah, mitten ins Kraut. Ne, einfach mal probieren. Einfach mal probieren. Dann werden wir natürlich einige hängen haben, schätze ich. So. So, wo war das hier? Irgendwo? Ja, sehr schön. Dann machen wir das mal so. Nein, Anker ist geworfen, genau. Nein, Motor möchte ich nicht starten. Ach, da muss man... Ja, das war so blöd, da muss man immer wieder X drücken. Da bin ich doch immer durcheinander gekommen, den einen Part. So, hier auf Wels. Ja, würde ich mich einfach mal für... Für einen Regenwurm entscheiden. Und aber... Vielleicht dann doch den etwas kleineren Haken. Einfach nur probieren. So. Ja, hier ist es. Ja, das ist auf jeden Fall Hechtgebiet. Hier ist ja wirklich. Es ist nicht wirklich tief. Dann doch lieber ein bisschen weiter hier raus. Da sollte es ein bisschen tiefer sein. Naja. Auch nicht extrem tief, aber es sollte ausreichen. So. Und dann haben wir doch schon mal... Haben wir doch schon was gekonnt. So, gib mir mal die Route her. Zeige doch mal das Zeugnis. Ne, da will sie doch gar nicht nehmen. Jetzt. Das wäre jetzt noch mal geil, hier so einen schönen, hier so einen schönen Hecht zu landen. Das wäre eine geile Sache. Ich weiß halt nur nicht so. Die beste Variante wäre eigentlich nur leicht durchschleiern. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen rausstacheln, wenn wir hier noch ein bisschen twitchen. Nee. Oh! Nee. Nee, das war glaube ich eine Hänge. Also ich schätze. War eine Hänge. Ah, ja. Ja, Mist, jetzt haben wir hier ein Seerosenblatt. Ein Signalkrebs, geil. Oh, schön, hat man ja schon lange nicht mehr. Krebsboy. Der zählt auch. Der kommt auch in den Kescher. Da würde ich mich auch persönlich irgendwie drüber freuen, mal so einen Krebs an der Leine zu haben. Das darf dann halt nur nicht ständig passieren, weil man will ja seine Fische natürlich fangen. Ah, okay. Na, ja, schon wieder was. Puh. Jetzt haben wir das Kraut erwischt. Die Seerose. Ja, vielleicht doch nicht
ganz so weit. Naja, ein Versuch ist es immer wert, mal irgendwo rumzuangeln. Aber obwohl ich Hecht bei Nacht haben wir nicht wirklich. Nee. So viele habe ich da auch noch nicht in der Nacht gefangen. Es ging am Tag natürlich immer besser. Aber so ein 3-0er-Ding ist natürlich auch schon, wie gesagt, das ist schon ein ganz schöner Prüschel. Was hätte man noch? Jerkbait, Best Chicken. Der ist zu klein. Gut, den Jerkbait. Ich weiß nicht, ob den. Ob sie den haben wollen überhaupt. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, Fische sind hier. Zumindest zeigt uns das Sonar an. Kriegt man gar nicht nach oben den Jerkbait. Er ist so schwer. Müssen wir viel schneller leiern. Aber ich weiß nicht. Kann ich noch mal gucken, was Kollege Hecht haben möchte. Gut, wir könnten hier auch, Mensch, da können wir doch auch hier mal hinhauen mit einer großen Ritzenschreiner. Kleine Ritzen. Spinnerbait. Okay. Dann tun wir das mal. Also, nehmen wir erstmal. Nee, macht er nicht. Haben doch auch hier, da haben wir den 2-0er Haken und können hier auch einen Chat dran machen. Den will er ja anscheinend auch. Also, vielleicht passt es ja besser in der Nacht mit Köderfisch, sich den Kollege zu holen. Also, einen Fisch hätte ich schon gerne noch. Wenn nicht, müssen wir noch mal ganz woanders hinfahren. Scheiner. Ach komm, ich vertraue jetzt mal dem Scheiner. Lasst es uns probieren. Mögen die Spiele beginnen. Ach gut, wenn der Scheiner hier ins Zeug reinzieht, gell? Ist natürlich auch nicht schön. Aber ist ja erstmal egal. So. Das wird schon werden, Leute. Das wird schon werden. Ich bin guter Dinge, dass man hier wenigstens noch einen Hechtbruder, egal welche Größe. Dass wir den irgendwie noch hier rauskriegen. Also ich hoffe es wirklich sehr, dass das irgendwie klappt. Wir haben natürlich schon eine mega gute Ausbeute gemacht in diesem Part. Das lässt sich nicht abstreiten. Für die Zeit auf jeden Fall. Da kann nämlich auch mal so eine kleine Flaute irgendwie. Sich breit machen, aber. Ich wundert, dass ich hier. Noch nicht mal einen Biss hatte. Das wundert mich wirklich so ein bisschen. Ah, hier hinten springen sie ja auch, die Brüder.
Ich meine, ich hätte auch noch Spinner, 14 Gramm, glaube ich. Haben wir noch dabei. Ist jetzt natürlich auch recht schwierig hier im Dunkeln. Und unser Schreiner scheint auch noch keinen Abnehmer gefunden zu haben. Ach nee, Spinnerbait. Habe ich den dabei? Ich glaube fast nicht. Nee, ich glaube, ich habe keinen Spinnerbait dabei. So, heute sind auch meine künstlichen Maden angekommen. Meine Damen und Herren, ja, Sie haben richtig gehört. Künstliche Maden. Schön, die sind leicht auftreibend. Das heißt, wenn man die an Haken steckt und sein Blei da unten ist, dann lüngen die so ein bisschen in der Strömung schön rum, wenn die schön leicht sind. Mögen viele Fische. Ich nehme die eigentlich gerne immer nur zum Stoppen für meine. Ah! Nee, ist wieder der Hänger gewesen. Das dachte ich schon wieder. So. Leute, das sieht nicht gut aus. Oder will er einfach vielleicht doch einfach den Dunklen selbst in der Nacht? Das kann doch nicht Warstein sein. Oder einfach mal anheben und fallen lassen. Ich weiß nicht, wie faul der Kollege hier unten ist. Aber irgend so ein kleiner Hecht wird sich doch jetzt wohl hier mal einen Köder schnappen. Hoho, Leute. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber es ist ein Seerosenfeld. Ein Seerosenfeld ist immer ein guter Hotspot für allerlei Raubfisch und auch Friedfisch. Natürlich. Was haben wir denn hier noch dabei? Crankbait. Natürlich auch mal probieren. Ah, der ist ja noch größer. Der ist ja noch größer. Wobei es ist ja auch recht flach, also. Der Hecht ist ein Räuber über die Augen. Verdammt ruhig hier, Leute. Verdammt ruhig. Ach, das Boot läuft doch. Es läuft nicht mehr. Es ist komplett aus. Komm, Oberflächenbiss. Und laut Sonar stehen sie ja unten am Boden. Natürlich einfach mal volles Produkt hier Rinder hauen, ob wir da irgendwas bekommen. Schade, Leute. Wirklich, muss ich sagen, ich habe mich jetzt auf so einen schönen Hechtbruder gefreut hier. Also, naja, aber am nächsten Part werden wir auf jeden Fall nochmal hier bei Tag vorbeischauen. Dann fahren wir nochmal hinter in die andere Ecke und dann würde ich schon gerne mal wieder was ganz Neues sehen. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Es ist schade. Ich hätte jetzt hier gerne wenigstens noch ein Fischlein. Aber es scheint ja gar nichts unterwegs zu sein. Kann das denn sein? Ist das denn
die Möglichkeit. Nee, kein Spinnerbait. Nichts, nichts, nichts. So, hier werde ich nochmal einen Versuch starten. Natürlich hier hinzuhauen. Aber schon jetzt nochmal für die letzten paar Minütchen wenigstens nochmal die Route raus. Es muss doch hier Fisch zu fangen sein. Das geht doch gar nicht. Das gibt es doch nicht, wa? Scheiner. Probieren wir es halt doch nochmal mit der Eritze, aber. Vielleicht doch nicht so nah an die Seerosen, ich weiß es nicht. Ich meine, schwimmt er eh selber noch ein bisschen, aber. Wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne in die Kommis schreiben, wie es besser funktioniert. Falls ihr da was wisst, natürlich. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. So, wir haben ja auch noch unsere Posenroute. Jetzt gehe ich hier aufs Ganze. Achso, ja, die sollte ich natürlich erstmal auf 80 oder so stellen. Wenn es hier nur 90 tief ist. Sich die Friedfische vielleicht ein bisschen verzogen haben. Mit einer Grieskugel. Oder ich wollte ja, habe ja gesagt, ein Barsch. Ein Barsch wäre. Wäre geil. So. Jetzt doch aber. Oh. Leute, da ist schon was dran. Da ist schon was an der Pose. Das gibt's nicht. Das Ding, was so nicht funktioniert hat, da ist jetzt der letzte Fisch des Tages dran. Oder des Abends. Na los, dann holen dir, mein Junge. Holen dir. Das hat doch jetzt ein paar Mal vibriert hier im Controller. Aber jetzt. Schade. Ist wieder Ruhe. Nee, er ist noch da. Er ist noch da. Sag mal, war das bei dem alten Controller auch schon so, dass ich die Vibration so gemerkt habe? Das kann natürlich. Nee. Das zuckelt hier an der Pose und ich merke hier richtig derbe die Vibration. Schreibt mir mal in die Kommis, ob das auf der PS4 auch der Fall ist. Oder ob das nur an The Fisherman liegt. Ja, meistens liegen sie dann doch im Rutenständer. Man holt sie dann einfach nur raus, wenn der Fisch schon abgezogen hat. Aber, nee, die Barsche wollen auch noch nicht so, wie ich will. Selbst die lassen mich im Stich. Schade, schade, schade. Gut, ich nehme aber erst nochmal die Combat Low-Key. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Das Video ist jetzt schon riesig in der Qualität, in der ich aufnehme. Bestimmt schon 17, 18 GB groß. Oder, nee, noch mehr. Ja, und die muss ich erstmal uploaden mit meiner Holzleitung, die ich hier habe. So, an der Pose spielt immer noch rum, aber jedenfalls noch nicht abgezogen. Aber jetzt. So, der letzte Fisch. Ja. Und das scheint ein kleiner Barschbruder zu sein. Nee.
Oh, eine schöne Karausche in Trophäengröße. Das lasse ich mir aber auch gefallen, du. Ha, schön. Naja, das ist doch, denke ich, ein schöner Abschluss. Das nächste Mal sehen wir uns hier nochmal. Da erkunden wir nochmal ein bisschen und dann, lassen wir uns überraschen, wo es dann hingeht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag. Macht's gut, euer Affenkönig Dämlich und ciao.